Kommissare sitzt, drüben sitzt. Ich gucke, checke. Geht mal rein. Okay, ist gut. Meiner gut bei dir? Man sieht schon, hier ist jetzt wirklich Anspannung, geht ziemlich schnell alles. Ruhe ab, Staubstaufe einsetzen. Okay. Kommt. Wie wichtig auch hier der Wasserdruck ist bei dem Einsatz, ist schon. Auch Melder hier voll mit eingesetzt. Griffig? Griffig. Auch immer die klaren Kommandos, Sitz, Angriffsnummern fertig, zack, zack, zack. Super. Nach vorne. Telly. Kommando ist auch fertig. Warte, ja, ich bin Carsten, ich bin der Maschinist. Auch ich habe hier noch einen Tipp für euch. Denkt bitte dran, wenn ihr losfahrt, Blaulicht und Martinshorn und Abblendlicht nicht vergessen. Und denkt bitte dran, ihr habt hinten einen Trupp mit Unterstützung teilweise eines zweiten Trupps drauf, die sich dann ausrüsten. Und in der Zeit haben die keine Zeit, sich irgendwo festzuhalten. Und wenn ihr dann mit zwei Rädern um die Kurve fahrt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie dann hinten die Jungs dann aussehen werden. Wenn sie heile ankommen an der einen Stelle, sie werden es euch danken. Ihr seht hier sogar, ne, UVV, die gehen rückwärts raus. Das machen sie auch in der Praxis halt, ne? Dafür sind die Griffe da. Feuerwehr Willi hat mal ganz kurz unterbrochen, mal kurz die Maschine aus, weil mich würden jetzt kurz ein paar Sachen interessieren. Also erstmal ist mir aufgefallen, also das ist jetzt echt ein Kompliment und ich glaube, da könnt ihr alle beipflichten, das ging sauschnell mit dem Ausrüsten auf dem Fahrzeug, habe ich so schnell noch nirgendwo gesehen. Also erstmal, das ist echt, merkt man eine total durchtrainierte Truppe, was das angeht. Und auch die Kommandos, ne? Also macht ihr es wirklich so oder war es jetzt für uns? Nee, wir machen das wirklich so. Ich mache das wirklich, okay, voll geil, also super. Kommunikation ist ja das Wichtigste, ne? Die Kommunikation. Also ne, die Kommunikation, ne, das ist nicht peinlich, das ist professionell. Macht es. Reden miteinander, super. Aber was ist denn das jetzt? Der erste Griff war diese Tasche, was ist das für eine Tasche? Nee, das war der zweite Griff. Der erste Griff war seine Axt. Ja? Wir bevorzugen die Axt im Innenangriff, weil sie wesentlich leichter ist als ein Halligentool und für das erste, im ersten Step ja reicht. Darf ich mal? Das finde ich auch witzig, man muss nicht immer das Tollste, Neueste, Schönste haben. Okay, nehme ich wirklich ernst. Ja, also gut. Wir nehmen gerne halt auch die Axt, auch zum Vorführen nach vorne. Das Holz macht Geräusch und das Halligentool wiegt einfach zu viel. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass wir im Innenangriff mehr mitnehmen würden als manche andere in Urlaub. Das ist auch sehr gewichtsbelastend ist. Ne? Man musste Bergetuch mitnehmen, man musste eine Lampe mitnehmen, man musste Wärmebildkamera mitnehmen, das Halligentool. Unter Umständen noch Leine und Keile und das ist einfach zu viel. Wir haben uns versucht, eine Lösung einfallen zu lassen. Die erste Lösung war, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Axt statt das Halligentool. Ja. Und der zweite Step ist einfach, dass wir gesagt haben, wir packen alles das, was wir unter Umständen benötigen könnten, in eine Tasche rein. Okay. Das ist diese Tasche, die vom Truppmann getragen wird. Der Truppführer holt sich den Befehl vom Gruppenführer ab. Meistens findet dort die Übergabe der Wärmebildkamera statt. Dann wird bis zur Rauchgrenze vorgegangen. Komm mal bitte mal kurz gucken. Und in der Tasche befindet sich halt ein Schlauchkolli, ein Bergetuch, zwei Leinen, Keile, Schlauchhalter, ein Absperrorgan und unser Hohlstrahlrohr. Ja. Und eine Kölner Rettungsschere, die sich in den Taschen da halt noch finden. Was ist da jetzt alles drin? Das habe ich, sei mir nicht böse, das habe ich nicht verstanden. Mach nicht. Also Hohlstrahlrohr, okay, das habt ihr. Und Schlauchpaket habt ihr jetzt gerade? Auf dem Rücken, ja. Auf dem Rücken. Okay, dreh ich mal bitte mal um. Schlauchpaket. Kolli-System, ja.
Collie-System. Ja, der bläst sich dann auf, weil er bläht sich dann auf, wenn Wasser gefüllt ist, wie so eine Schlange. Genau. Das haben wir halt gemacht für Treppenhäuser etc. pp., weil uns sonst die Schlauchleitung unter Umständen ja im Weg stehen würde, gerade in Treppenräume, wenn wir sie in Treppenräume verlegen. So kann man dann die Schläuche, sag ich mal, wie so eine Schlange an die Hauswand anlegen und kann dann auch die Schlauchleitung wesentlich leichter einführen. Genau, also da stehen ja so diese gewickelten Schlauchpakete, steht an deinem Treppenhaus, sag ich mal. Und dann kannst du wunderbar in der Mitte rausziehen. Genau. Okay, das habt ihr sozusagen geschultert. Ja. So, aber es ist... Macht die Tasche denn unten vor der Tür auf oder erst oben? Oben. Wir müssen erstmal wissen, was. Bist du Rauchgrenze? Was haben wir für ein Lagerbild? Ist es eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung? Ist es eine Dreizimmerwohnung? Reicht mir mit der Schlauchlänge aus, die eingefordert ist? Oder gehen wir noch weiter tiefer rein? Wir sind ja sehr industriebelastet. Teilweise haben wir weite Anlaufwege. Dann arbeiten wir mit diesem Schlauchsystem, dass wir vor der Tür am Randraum schon Wasser haben. Dann bauen wir dieses System so ein, wie es hier ist. Und also mit Absperrhahn noch? Mit Absperrhahn, wenn wir dann wissen, es geht weiter. Oder der Weg ist weiter und das Schlauchpaket könnte nicht ausreichen, wird halt abgesperrt, dann wird das Schlauchpaket vom Rücken verwendet, wird hier zwischengeschaltet und wir können dann wesentlich einfacher uns selber im Innenangriff die Schläuche verlängern. Okay. Was mir auch aufgefallen ist, ihr habt ja gar keinen Griff, den habt ihr abgebaut, ne? Genau. Verzichtet ihr drauf? Da verzichten wir drauf. Weil? Ihr macht das auch so, dass ihr... Ja, es geht. Das war schon mal ganz falsch. Entschuldige, Feuerwehr Willi, das ist noch besser. Noch falscher? Okay, also, zeigt. Ich baue das hier mal kurz ab. Wie gesagt, das ist nur eine Zwischenlösung, danke. Okay. Wir fassen das Rohr im Regelfall halt hier an, weil wir nur so durch die einhändige Bewegung gleich in diese Stellung fallen können. Bei diesem Rohr hätten wir den Griff noch dran lassen können, weil wenn wir in die Mannschutzstellung fallen würden, würde der Griff hier in dem Fall noch nicht stören. Aber es gibt halt Rohre, die haben einen weiteren Drehbewegung und dann bleibt es einfach hier unten am Handgelenk hängen. Hier hängen, ne? Also hier würde es genau, dagegen. Würde ich gehen können, würde gar nicht in diese Stellung fallen können. Ne? Und deswegen einfach der Sicherheit zuliebe, wir versuchen mal Fehler zu vermeiden und gar nicht entstehen zu lassen. Deswegen verwenden wir hier halt diese Rohre und wenn da mal ein Griff dran war, wird er halt abgebaut. Ne? Ja. Ja, das ist so unsere Vorgehensweise. Okay, also Hohlstrahlrohr, hier die Variante ohne Griff. Okay, und was habt ihr jetzt da noch drin? Leinbeutel? Leinbeutel, genau. Zwei Leinbeutel. Genau. Wir haben Schlauchhalter, falls wir Schlauchleitungen im Treppenraum legen müssen. Auch hier ist es eher die Zweitvariante. Wir versuchen im Außengang über Fensterrohrleitung halt hochzuziehen, weil wir uns dann mehr Raum schaffen im Treppengebäude als Evakuierungsweg, wie auch immer, weil Schläuche meistens im Arbeitsweg stören. Und wir ohne Schläuche schneller agieren können. Der Druck müsste jetzt alles nach oben schleppen. Und so geht da vorne an die Brandtür oder an die Rauchgrenze, öffnet ein Fenster, meistens ist das gegeben. Und dann lange runter, dann wird das komplette Paket schon hochgezogen. Und dann hast du es nur auf Wassermarsch und Attacke. Und dann macht dann Schlauchhalter an der Fensterbank oder was? Wenn dann Wasser, dann würdest du ja wieder zurückziehen, ne? Ja, zum Beispiel. Genau. Deswegen halt die Schlauchhalter auch mit dabei. Oder wie gesagt, wenn wir im Treppenauge anfangen zu legen, um halt einfach zu sichern. Schlauchhalter braucht man. Also ja, Schlauchhalter auch wichtig und gerade wenn man die Variante durchs Fenster macht, sonst das hält man oben nicht, wenn das Wasser im Schlauch ist, das sind ein paar Kilo. Genau, das also nimmt einen so ein kleines Ding schon mal, so ein Schlauchhalter kennt ihr aus den anderen Videos teilweise auch, ist ja eine schnelle Variante, wo man den Schlauch und dann irgendwo eine Fensterbank einhaken, genau. In eurem Beispiel, okay? Genau so ist super, also das habt ihr drin. Also ganz interessant, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das vom Schlauchtragerkorb, das meine ich da. Fluchthaube? Oder habt ihr eine Fluchthaube? Habt ihr nicht dabei, ne? Die haben wir separat auf dem Auto, separat? Aber Bergetuch. Bergetuch, okay. Ja. Ja, das hätten wir vielleicht auch gerne gemacht mit unseren Schlauchtragerkörben, aber das können wir uns gerne angucken. Ist bei unseren Schlauchtragerkörben leider nicht machbar, mangels Platz. Ja. Vor allem deswegen, dass wir es dann nicht mehr ordentlich verlassen können. Also die Idee war auch da, deswegen haben wir uns damals für die Tasche entschieden, weil sie auch wesentlich einfacher zu tragen ist, als wenn ich zwei Super. Bis drei Tragekörbe tragen müsste. Ne? Okay, das heißt, ihr packt wieder die Tasche ein, dass sie wieder einsatzbereit ist. Und hier nebenbei sehe ich übrigens noch die Variante mit der anderen Lampe. Seht mal her. Also das geht auch. Super. Ja, zu deiner Frage. Wir hätten gerne 30er gehabt. Wir haben auch vorher mal mit D-Schläuchen versucht zu arbeiten. Aber das Sicherheitsgefühl bei uns war halt so nicht, weil wir Angst hatten, wir hätten zu wenig Wasser. Wir haben uns jetzt auf das System eingefahren. Ja. Wir haben hier einen Schlauchpool, das heißt, wenn wir einen 30 Meter C, den müssten wir quasi selber kreieren und auch immer wieder selber sicherstellen, dass der von uns gewaschen und gereinigt und gepflegt wird, weil den können wir nicht in den Stadtpool zurückgeben. Wir haben uns jetzt, wir haben die Kröte geschluckt und arbeiten mit dem, was wir haben. Ist ja okay, wenn das war. Können wir ganz gut umgehen. Ja, vor allem ist er noch tragbar, ne? Ja, meistens wird sie ja geschleift. Ist halt machbar. Wir haben auch ein Gurtsystem hier dran. Deswegen haben wir hier noch so eine Schlinge, dass man die halt auch um Becken tragen könnte, falls wir in die tiefste Gangart gehen müssen.
versuchen aber beim Innenangriff, deswegen setzen wir immer Druckbelüfter ein, dass wir halt nicht in die tiefste Gangart fallen müssen, sondern dass wir halt gehen können. Deswegen Druckbelüfter ist bei uns auch ein Erstangriffsmittel und wird eigentlich am Verteiler sofort bereitgestellt. Okay, also Druckbelüftung ist ein eigenes Thema eigentlich, aber ja. Davon haben wir ganz viele. Ne? Davon haben wir ganz viele, ja. Absolut sinnvoll. Okay, schauen wir mal auf euer Auto. Du meinst, ihr habt Tragekörbe? Können wir das Ganze mal gucken, was ihr da habt? Ja, genau. Das heißt, ihr nehmt die Tragekörbe so jetzt gar nicht mit in den Angriff rein, oder? Versuchen wir zu vermeiden. Okay. Ja, weil sie lassen sich zwar recht leicht entnehmen, aber wenn ich sie halt tragen müsste, ich ziehe mir mal kurz einen Handschuh an. Wir haben jetzt links und rechts, müssten damit jetzt halt die Treppe noch hochlaufen. Wir versuchen halt immer im Vorfeld alles schon vorzubereiten, weil wenn der Trupp mit Atemschutz ausgerüstet ist und der verbraucht schon so viel Luft und ackert und hat diese ganzen Gewichtgeschichten dabei, dann ist der eigentlich schon geliefert. Ne? Er braucht ja die Luft zum Arbeiten im Innenangriff. Ja. Deswegen verstehen wir uns an Serviceeinheit, den Angriffstrupp alles so weit zurechtzulegen, dass er eigentlich nur sein Rohr mitnehmen muss und reingehen muss und sich mit solchen Sachen überhaupt nicht auseinandersetzt. Ja, einfach sinnvoll, verstehe ich, ja. Und okay. Wie gesagt, bei denen kommen, haben wir einfach das Problem, dass wir hier aufgrund des Spaltmaßes unsere jetzigen Hohlstrahlrohre, die wir haben, dort nicht verbauen können. Wir haben es versucht, es ist immer hakelig. Und wenn wir eins nicht mögen, sind es hakelige Dinge. Okay, dazu kann ich euch gleich noch was, können wir gleich noch was zeigen. Ich habe nämlich noch einen Tragekorb mit. Mhm. Das war jetzt auch nicht abgesprochen, wo extra so eine Ausbuchtung nämlich ist auch für die Hohlstrahlrohre. Aber können wir gleich mal schauen, was ihr dazu meint. Oder wir machen einen separaten Film. Okay, ja, okay, aber ich muss aber sagen, so ausrüstungsmäßig, ja, ist schon gut. Also klar, wenn man als Feuerwehr wahrscheinlich sagt, man oh, könnte ein bisschen mehr sein, aber ich kann euch sagen, euer Stand ist schon recht gut, was ich so sehe. Also wir schreien nicht sehr schick. Das war, ich komme mal auf die andere Seite. Ich komme mir noch mal ein bisschen gucken. Ich guck mir das mal von hier an. Okay, war ganz verunsichert, wenn du hinter mir rumgehst, weißt du? Michael, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein durfte. Oder wir. War wirklich interessant. Für uns auch, mit euch jetzt. Hör auf, da rumzupfeifen, du Vogel. Was lachst du? Vor dem Einsatz. Ach so, also die Jungs rüsten in der Zwischenzeit die Fahrzeuge wieder voll aus. Ja. Also ihr seid 76 Aktive, war das, ne? Genau. Kann man denn hier, wenn man in Gotzhorn wohnt oder arbeitet? Arbeite, genau. Ich kaufe gerade Feuerwilli ein, denn der arbeitet ja bei uns, aber sträubt sich noch ein bisschen, aber ich arbeite dran. Also Quereinsteiger, sag ich mal, beleben bei uns immer das Geschäft. Das bringt neuen Schwung rein. Mit der Zeit ist man ja auch, wenn man hier in der Feuerwehr groß geworden ist, so wie ich als Jugendfeuerwehrmitglied, ist man vielleicht eingefahren. Ist auch schon 15 Jahre her jetzt mittlerweile, Jugendfeuerwehr, ne? Bitte 10. Suchst du Streit, hast du gerade gefunden. So bringt das natürlich mal so ein bisschen mehr Frische rein und wir haben viele Quereinsteiger, mit denen wir gut auskommen. Also man muss hier kein Profi sein, wenn man herkommt. Nein. Man wird hier zum Profi gemacht. Wollte ich gerade sagen, man wird hier zum Profi. Wir haben eine sehr, sehr starke Jugendfeuerwehr, auch da freuen wir uns immer wieder über Nachwuchs. Ah, und, Jugendfeuerwehr, wie viele seid ihr ungefähr? Boah, da muss ich lügen, ich glaube 10? 25. Oh, 25 Jugendfeuerwehrleute haben wir. Wir haben eine recht starke Kinderfeuerwehr, so mit 10, da ist meiner jetzt auch mittlerweile dabei. Ja, leider sag ich oder die anderen, weil er ist halt so wie ich, ne? Okay. Ja, und wir hoffen, dass wir jetzt da auch langsam auch mal so aus dem Vollen schöpfen können. Unsere Kinderfeuerwehr ist nicht so alt wie manche anderen hier in der Stadtfeuerwehr. Und da ist es teilweise schon so, dass die Ersten, die in die Kinderfeuerwehr kommen, sind mittlerweile schon aktive sind. Und das ist auch so mein Wunsch. Und ja, ich freue mich immer, wenn wir Zuwachs kriegen. Ob jung oder alt, wir finden für jeden hier was. Meinst du sogar, ich würde irgendwas hinbekommen? Also natürlich, guck mal, geht doch super. Fingernägel schneiden kannst du uns zeigen, die sind sehr gepflegt. Ne? Ja, aber und Autofahren kannst du auch. Macht man Pfleger, aber... Nee, also ich wollte nur zu sagen, Kinderfeuerwehr, das heißt, es geht schon los mit 6 Jahren. Kann man hier schon zur Kinderfeuerwehr kommen? Ja. Wie oft machen die? Ich habe gerade gelernt, einmal mittwochs, einmal samstags. Also im Monat zweimal Dienst. Okay, zweimal und die Jugend auch zweimal, glaube ich. Nein, die Jugend ist jeden Freitag hier vertreten. Jeden Freitag? Genau, sie haben einmal einen kurzen Dienst von Form einer Stunde. Das ist eher so ja, spieltechnisch ausgelegt. Das ist weil, super. Weil wir danach Dienst haben, somit ist immer die Brücke geschlagen, dass die Jugendfeuerwehr auch immer Kontakt zu den Aktiven hat, damit sie das schon mal gut. Die Gesichter erkennen, wenn sie dann später zu uns in die aktive Feuerwehr eintreten. Auch hier haben wir so eine Karte. Kann natürlich auch hart sein für die teilweise. Für Jugendliche. Richtig. Dann haben wir in der aktiven Feuerwehr, damit wir die Leute nicht gleich verlieren, weil sie dürfen halt nicht alles machen, weil irgendwie der Ausbildungsstand fehlt oder gewisse Sachen, da haben wir den sogenannten Fuchsbau, der die dann so ein bisschen in der Hand nimmt, also sich mal auch außer der Feuerwehr trifft, man sagt mal so, ein Brüssel-Turnier macht, sich vielleicht mal die Leitstelle anguckt
oder ja, während des Dienstes dann für uns das Essen rumtragen, einfach um die Gesichter und die Menschen halt auch weiterhin kennenzulernen. Weil bei ja, so einem Haufen, da muss man schon irgendwie... Braucht noch eine Aufgabe. Ne? Also jeden Freitag, welche Uhrzeit? Also die Jungfeuerwehr beginnt hier immer um 18 Uhr, endet 18 Uhr. Dann bei dem einen Freitag um 19 Uhr und den zweiten Freitag, wo wir keinen Dienst haben, machen die dann 2 Stunden. Da wird dann Feuerwehrdienstvorschrift gepaukt für Wettkämpfe, Leistungsspange vorbei. Also egal, ob junge, Mädchen, groß, klein, alles. Hässlich. Ne? Also ich bin ja auch eine Feuerwehr gekommen. Er wäre dann hässlich. Er wäre dann bei uns der Hässliche. Sonst genau. Wäre nur hübsch. Nein, aber wie gesagt, kann jeder kommen, keine Scheu haben. Ja. Jeden Freitag, Gotzhorn. Wer in Gotzhorn wohnt, weiß auch, wo das ist. Hier, das ist ja Alt-Gotzhorner Straße 90. Alt-Gotzhorn Nummer 90. Nummer 90. Die Perle Langhagen findet jeder. Die Perle in Langhagen? Mhm. Den Titel aus der Presse, wir nehmen ihn gerne. Ach so, okay. Die Perle in Langhagen. Ja, wenn du auch bei uns im Ort reinfährst, findest du an den sogenannten Detretplatz unsere Perle. Das ist nämlich der Brunnen, der Stein, der sich drauf dreht, das ist unsere Perle. Guck an, Alter. Du arbeitest hier und kennst die Perle. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber nee, wie gesagt, also ich finde es wirklich interessant. Obwohl die schon so viel Aktive haben, habe ich gesehen, aber es sind noch, glaube ich, 2 Spinte. Die haben wir nur gerade freigeräumt, weil wir wussten, du kommst. Ach so. Oh, gefährlich, gefährlich. Also man kann hier noch als Aktiver was, noch einen Platz finden und irgendwas wird hier schon gemacht. Also ich würde sagen, einfach vorbeikommen. Die Truppe ist wirklich, da muss ich auch mal ein Siegel loswerden, kameradschaftlich hoch 12, habe ich schon gemerkt. Also mein Willi-Siegel ist wirklich, gebe ich nicht jedem. Danke. Weil auch was wir heute erfahren haben, das war auch nicht so hinterm Berg halten oder Arroganz. Ne, ich habe auch gleich gesagt, Grundausstattungswehr, kommen wir zum Wesentlichen, das hat, also stört keinen. Ne? Und er hat da ganz normal erklärt, wie das halt ist und noch Tipps. Also das habe ich gemerkt, du machst auch, meinst es auch wirklich so. Also ja, du bist wirklich. Mach das mit Herz und Seele. Ja, ja, merkt man. Also dafür schönen Dank. Auch an die Mannschaft nochmal lieben Gruß. Da haben mir viele mitgeholfen. Die hatten heute schon, wie viele Stunden Einsatz war das? Oder Übungsalarm? Übungsalarm, ja, 4. Ne? 4 Stunden? Nee, 4 Stunden? Nee, 2 Stunden. Schneid's raus. Schneid's raus. Die können. Also. Mach das doch mal vernünftig, bitte. Also. kriegst du es jetzt? Nimm ruhig dich. Also, wir waren vorher noch 2 Stunden bei einer Übung. Ja, und wir haben also, obwohl die heute schon noch eine 2-Stunden-Übung gefahren hatten, vorher sind trotzdem noch welche, die sich bereit erklärt haben, heute für Feuerwilli hier was vorzuführen. Also, ja. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und gestern hatte da auch Feuerwehr. Und eigentlich haben wir immer Feuerwehr. Hier ist immer was los bei uns in der Feuerwehr. Das ist immer Licht an im Winter. Nee, ist also finde ich schön. Also wie gesagt, macht das super und schönen Dank an alle. Und ich sehe gerade da hinten auch Stefan und so, alle, die da stehen. Nochmal schönen Dank. Super Truppe. Alles klar? Ja, danke. Gut. Kommt, guckt einfach mal vorbei, habt keine Angst. Und wenn er frech wird, schreibt mich an. Dann komme ich mit und nehme euch an der Hand und dann... Jetzt wird es schlimm. Ich glaube, das wird ganz viel jetzt da drunter stehen. Okay. Alles klar. Ne? Okay. Danke dir. Ne? Bis dann. Tschüss. Jetzt haben wir das. Okay. Ich hatte gerade überlegt, wer die Kamera nach oben hält. Ob er jetzt unsere Nasenlücke noch mit drauf hat? Oder? Sind die Nasenhaare zu sehen? Sieht man sie? Warte. Nein!